Wir werden eine eigene Livestream machen, weil ich habe schon gehört, Cassius hat auch noch was eingereicht gehabt, Vocal anscheinend auch irgendwie. Es haben viele Leute eingereicht, die ich mir gerne noch geben würde. Dann werden wir doch mal einen extra Livestream machen, wo wir uns abgelehnte Sachen anhören werden. Jetzt erstmal Nirvana Seekers mit Klopfi der Hase. Qualifikation Nummer 9 kam auch gut an. Und viele meinten im Chat eben gerade schon, dass sie sich drauf freuen. Ich bin sehr gespannt, Alter. Julian hat das so beschrieben, so ein Song, der so ums Morden handelt. Aber sehr, sehr einen positiven, lockeren Vibe hat. Oh, das Intro ist aber auch nice. Das Intro fühle ich halt auch, muss ich sagen. Das Intro hat auch was, das fühle ich. Heute ist so ein schöner Tag, heute bring ich dich um. Ich quetsche dir mit bloßer Hand die Magensäure durch den Mund. Boy, heul jetzt nicht so, Oha. stell dich nicht so. Er sieht halt auch aus wie so ein Schwiegersohn, oder? Jetzt no front an ihn, wieder. Ach nee, ich will jetzt auch nichts Böses sagen. Aber wie, ich wollte sagen, wie der Typ, der sich im Bus ganz vorne einsteigt und dieser eine Typ, der sich neben den Busfahrer setzt und dann mit dem Busfahrer redet, die ganze Fahrt lang. So sieht er ein bisschen aus. Also, oder wie der Postbote, so halt sehr freundlich und liebenswert, so. Der auch gerne der kleine Löffel ist, so. Der auch gerne der kleine Löffel wäre. Und deswegen ist es halt so nice, wenn er solche harten Themen irgendwie, whatever, so sagt. Hand, die Magensäure durch den Mund, Boy, heul jetzt nicht so rum, stell dich nicht so an, fuck, du weißt nicht, was ich mit deinen Kindern gemacht hab. Nach Hilfe zu rufen, ergibt keinen Sinn, weil Boah, er hat doch eine krasse Stimme, Mann, er hat so eine krass tiefe Stimme, Mann. Er hat eine krass tiefe Stimme. Tut in deiner Kehle jeden Schrei erstickt, mach den Werkzeugkoffer auf, überleg, wie ich dich foltern sollte, hol die Schwefelsäure raus, wir fangen an mit Waterboarden, dann schneide ich die Finger ab. Geiler Vibe, Mann. Der Typ weiß, wie man Musik macht. Oder die, es sind ja mehrere, die wissen, wie man Musik macht. Sehr, sehr nicer Vibe, Alter. Sehr, sehr nicer Vibe vom Song an sich. Hol die Schwefelsäure raus, wir fangen an mit Waterboarden, dann schneide ich die Finger ab. Schließ den Stabmixer an und serviere dir einen leckeren Smoothie zum Trinken an. Ich komm rein in mein Flow, beginn mich zu freuen. Doch du bist leider schon tot, jetzt brauch ich wen Neues. Ich find das nice, irgendwie das Konzept hinter dem Song so. Das hat was so. Es ist ganz weird, solche bösen Wörter oder solche, ja, Texte, die man von Ente oder whatever kennt, jetzt auf so einem ganz gechillten Beat mit so einer chilligen Atmosphäre zu hören. Die Tür zu meinem Keller steht immer auf, doch leider kommst du da nicht mehr raus. Okay, Hook fühle ich wieder nicht. Hook ist wieder nichts für mich, muss ich ganz sagen. Hook ist wieder nichts für mich, leider. Dass ich dich hier jetzt töte, liegt nicht an dir, nimm es bitte nicht persönlich. Von der Melodie schon, aber nicht vom Sound her. Nimm es bitte nicht persönlich, ja. Nimm es bitte nicht persönlich, ja. Dass ich dich hier jetzt töte, liegt nicht an dir, nimm es bitte nicht persönlich. Mit der Nagelschere deine Atemwege durch Ah, Bruder, wer ist er? Und dann in dein Kehlen steht's mein Darm in Leere, als ob es gar nichts wäre. Ich behalte den Schädel, was ist das für ein Slime? Ehrenmänner auf jeden Fall, Bro. Von denen würde ich mich gerne mal erdolchen lassen von hinten. Ich behalte den Schädel. Was ist das für ein Style? Ich bin eine Mischung aus Elfgin und Ted Bundy. Immer zuvorkommen, so kennt man ihn. Doch wenn ich in der Nacht. Okay, das ist eher dieser komische New School Trap Style, den ich halt nicht so krass fühlen kann, den er hier rockt. Ich fand die Stimme ein bisschen angenehmer vom ersten, aber der float auf jeden Fall ganz nice, Mann. Ted Bundy, immer zuvorkommen, so kennt man ihn. Doch wenn ich in der Nacht das Killer Dress anzieh. Wer ist klug, wenn du besser fließt? Ja, weil ich dich jetzt zerlege mit der Kettensäge. Du bist nun Schweinefilet in meiner Metzgertheke. So zart und saftig ist die Welt. Die haben ein gutes Konzept auf jeden Fall. Kinder, wo es sind doch immer Kinder drin. Huch. Die Tür zu meinem Keller steht immer auf. Also ich fühle den Typen von den beiden ein bisschen mehr, wenn ich jetzt urteilen müsste, fühle ich den mehr auf jeden Fall. Aber die haben ein gutes Konzept, die wissen, wie man Musik macht. Und ich habe Bock, jetzt schon mehr zu hören. Ich habe jetzt schon Bock, mehr von denen zu hören. Also sie haben so ein, der halt was, was die ausmacht, was Besonderes, wo man direkt Bock hat, den nächsten Song anzumachen und zu checken, so, okay, wir haben sich da umgesetzt, wir haben das Konzept da umgesetzt. Die sind schon nice, Mann. Und wie gesagt, für solche Leute ist das JCC extrem gut, für solche Kreativen, die Musik machen. Nice. Und die haben auch Bock, man sieht es, die haben Bock. Liegt nicht an dir, nimm es bitte nicht persönlich, ja, ja. Nimm es bitte nicht persönlich, ja, ja. Nimm es bitte nicht persönlich, ja, ja. Dass ich dich hier
töte. Liegt nicht an dir, nimm es bitte nicht persönlich. Jeder will ich nein. Oha, das sind 3, tschüss, Jungs. Ich wollte, ey. Oha. Bruder, okay. Willkommen, willkommen im Club. Willkommen. Leider nicht richtig Zeit für den Alltag, viel zu wenig Drive, deswegen schwinge ich mein Beil in alles rein, das sich bewegt. Oh, ja, der hat auf jeden Fall auch Lust. Ja. Oh, darf ich das zeigen? Doch, männliche Nippel sind erlaubt auf Twitch, habe ich gehört. Clean, alles clean, Jungs. Alles clean. Weil mich das alles so erregt, ja. Die Bullen sind mir auf den Fersen, aber das macht nichts, mein Ejakulat auf den Leichen, das war Absicht. Oha, okay. Also wenn ich jetzt urteilen, warum sage ich das die ganze Zeit, Alter? Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste oder sagen müsste, würde ich sagen, es hat sehr stark angefangen und immer weiter nachgelassen. Der erste Dude war der beste, der zweite war auch noch gut und der dritte ist dann der schwächste von allen bis jetzt. Sie haben sehr stark angefangen und sehr stark nachgelassen. Aber nicht vom Feeling und Vibe her, einfach von der Mucke an sich her so. Ich habe das Gefühl, ich möchte mehr vom ersten hören und weniger von dem gerade. Ich spiele gern Violine auf ihren Stimmbändern, reiß ihnen die Leber raus. Die tue ich dann einweichen. Nix meinem Hasen klopft wie vor. Leber ist seine Leibspeise. Nehm mir aber Text ist nice, lass sie wissen, dass sie bald verreckt. Ich nagel sie auf dem Kreuz wie Jesus aus Nazareth. Die Tür zu meinem Keller steht immer auf. Doch leider kommst du da nicht mehr raus. Dass ich dich hier jetzt töte, liegt nicht an dir. Nimm es bitte nicht persönlicher. Er hat so wunderschöne Augen, ich muss irgendwie die ganze Zeit immer in die Augen gucken, Jungs. Nimm es bitte nicht persönlich, ja, ja. Nimm es bitte nicht persönlich, ja, ja. Dass ich dich hier jetzt töte, liegt nicht an dir. Nimm es bitte nicht persönlich, ja, ja. Okay, die sind nice, die sind sehr, sehr nice. Die sind sehr, sehr nice. 3 Jungs, würde ich dann schätzen jetzt. Mir wurde noch nie so angenehm gedroht, plus 1, Alter. Kann ich so unterschreiben. Ich fand den ersten am besten und den letzten am schwächsten. Wobei, den letzten am ich fand den in der Mitte eigentlich nicht so nice. Der letzte hatte noch guten Text und einen guten Vibe irgendwie. Ich würde sagen, ich fand den ersten am besten, den in der Mitte am schwächsten und den letzten am zweitbesten dann. Trotzdem, die Kombination macht's aus. Ich denke, der Track wäre zu eintönig. Ich hätte nur der erste gerappt. Deswegen finde ich, sind sie als Trio ganz gut. Und wer weiß, was da noch kommt, sag ich immer. Die meisten wird man eh erst im zweiten Track so richtig aufblühen sehen, habe ich das Gefühl. Aber war nice, Alter. War nice. War nicht bad. Und sie haben halt einfach ein gutes Konzept, einen guten Humor und einen nicen, positiven Vibe, den sie transportieren. Das sind Texte, die die Jugend prägt. Und das ist das Gute. Damn.